dafür, dass du jetzt so ein Stündchen nicht gestört wirst. Hol dir auch noch einen leckeren Tee oder Kaffee. Ich habe hier einen leckeren frischen Zitronentee. Mach's dir gemütlich. Genau. Und du bist ja im Übrigen genau richtig, wenn du beruflich etwas ändern möchtest, wenn du durchstarten möchtest, wenn du im wahrsten Sinne künftig dieses schöne Wörtchen Beruf so nutzen möchtest, wie es ja eigentlich gemeint ist, nämlich da steckt das Wort Ruf drin, dem Ruf der Seele zu folgen. Und wenn du bis eben noch das Problem hast, dass du nicht weißt, was jetzt wirklich so der nächste Schritt ist, dann bist du hier genau richtig. Und auch, wenn dir schon instinktiv länger klar ist, aber durch die jetzige Zeitqualität, die wir da gerade haben, diese besondere Zeitqualität, klar geworden ist, dass du dich neu orientieren musst, weil ja vielleicht auch die äußeren Umstände dich sogar dazu zwingen. Und auch wenn du in Frieden kommen willst mit dir, wieder Gründe tatsächlich finden und auch haben möchtest und auch wahrnehmen möchtest und auch spüren möchtest, dass du stolz auf dich sein kannst, dass du deine Mission lebst, dass du auch, du bist auch hier richtig, wenn du künftig finanziell frei leben möchtest. Eines meiner größten Herausforderungen in meinem früheren Leben, das liebe Thema Finanzen, vielleicht kennst du das, wie sehr bin ich immer dem Geld hinterhergerannt und hatte nie Geld auf dem Konto. Ja? Und wenn du schon ja, Persönlichkeitstests, Lernkurse, Seminare besucht hast, vielleicht auch schon sogar Therapien gemacht hast, um rauszukommen aus dieser Geliebtwerden-Falle, dann bist du hier definitiv richtig. Und so schön, dass du da bist, mal noch ein Wort dazu hier in unserer Erfolgscommunity Entdecke und lebe deinen Seelenplan. Meine persönliche Absicht, meine persönliche mentale Ausrichtung ist, dir genau die Dinge mit auf den Weg zu geben, die für mich maßgeblich waren, raus aus dem Hamsterrad, raus aus der Geliebtwerden-Falle zu kommen, tatsächlich in die Eigenverantwortung zu gehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil durch unsere Entwicklung in dieses Industriezeitalter haben wir ganz, ganz viel gelernt, in verschiedenen Bereichen die Verantwortung für unser Leben, für uns selbst abzugeben. Und ich werde hier nur Dinge, und das ist tatsächlich meine mentale Ausrichtung, dir mit auf den Weg geben, die mir geholfen haben, ein wirklich freies Leben zu führen, beruflich, privat, mit viel mehr Gesundheit natürlich, das sind alles so Nebeneffekte und natürlich auch mit der Geldenergie. Und deshalb, bitte wisse, es ist alles für dich möglich. Das Ding ist nur, du darfst es tatsächlich auch ernst nehmen. Du darfst dich selbst ernst nehmen und dieses Leben hier, das ist keine Generalprobe, das findet jetzt statt. Und diese ganzen Dinge, die ich dir hier mit auf den Weg gebe, die gilt es natürlich umzusetzen. Nur vom Hinhören oder Zuhören und dann ja, Mantren singen und keine Ahnung, gucken, wie die Sterne in welchem Zenit stehen. Das funktioniert natürlich nicht. Auch wenn wir im goldenen Zeitalter inzwischen angekommen sind, im Wassermann-Zeitalter, es geht alles viel schneller. Die ganze Erde ist in einer immer höher werdenden Schwingung und diejenigen, die Menschen, die sich dagegen wehren, und das sind immer noch so, naja, fast 90% der Masse, das sind genau die, die noch größere Herausforderungen gerade haben. Aber du gehörst, und dazu gratuliere ich dir auch, zu den 10%, die mehr aus ihrem Leben machen möchten. Die tatsächlich jetzt dem Ruf ihrer Seele folgen wollen. Und deshalb offene Worte, du darfst diese Dinge auch umsetzen. Auch im goldenen Zeitalter funktioniert es noch nicht. Nur mentale Ausrichtung, Mindset-Arbeit, an sich selbst glauben und was auch immer, Rituale unterschiedlichster Art, alles wunderschön. Aber man darf diese Dinge auch umsetzen. Man darf auch ins Handeln kommen, um entsprechende Resultate tatsächlich im Außen auch zu bekommen. Ja? Also, und darüber sprechen wir jetzt. Bist du bereit? Wie du ganz easy Erfolgsanker in deinen Alltag integrierst und nebenbei negative Glaubensmuster löst. Darum geht es heute, ihr Lieben.
Wer ist noch dabei? Bianca ist dabei. Wunderschönen guten Morgen, liebe Bianca. Ich habe gesehen, du hast noch spezielle Fragen gestellt im internen Bereich. Ich werde da zeitnah noch ein Live-Video zu machen für dich oder für die anderen. Das betrifft die ja auch. Deshalb kleiner Hinweis schon mal, kommt noch, spätestens morgen. Françoise ist mit dabei. Wunderschönen guten Morgen. Die Melanie, meine wunderbare Co-Trainerin, ist mit am Start. Kölle Alaf, good morning. Der Lothar ist mit dabei. Sehr schön. Wunderschönen guten Morgen. So, und Hashtag Erfolg. Françoise hat es geschrieben. Elisabeth hat ihr auch schon den Link geschickt, liebe Françoise. Françoise, Françoise, Françoise. Wer das Worksheet noch nicht hat, Hashtag Erfolg kommentieren. Du bekommst sofort den Link von der Elisabeth und kannst dir das Worksheet noch rasch downloaden. Ich gratuliere dir auch noch ein zweites Mal, dass du hier bist, weil sonntags morgens um die Zeit an einem Live-Training teilzunehmen. Das machen nur Gewinner wie du und das zeigt auch, dass du wirklich dein eigenes Ding machen möchtest, das dich erfüllt künftig, das dich morgens vor voller Freude aus dem Bett hüpfen lässt und der monatlich auch ein stabiles Einkommen sichert. Und wenn du bis eben noch das Problem hattest, dass das alles, was du schon versucht hast, noch nicht so richtig funktioniert hat und dir die Klarheit und das Vertrauen fehlt, dass du tatsächlich auf dem richtigen Weg bist und diese Handlings bekommst du jetzt auch. Weil, warum gehörst du zu den Gewinnern? Du könntest auch einfach nichts tun, weiter wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen lassen, dich den Situationen da draußen ausgeliefert fühlen und ja, aber du bist hier. Und wir haben auch wieder ganz, ganz viele wunderbare neue Mitglieder diese Woche hier begrüßen dürfen. Muss man einen Schluck Tee noch mal trinken. Und für die Neuen, die mich noch nicht kennen, zwei Sätze zu mir. Mein Name ist Irmgard Anna Bronda und ich helfe Frauen, in erster Linie Frauen. Männer sind herzlich willkommen. Wir haben auch ein paar Männer in der Akademie. Nur Frauen fühlen sich in dem Bereich bis eben noch mehr angesprochen als Männer. Ich helfe dir dabei, mit Hilfe deines Seelenplanes das Hamsterrad zu verlassen, um selbstbestimmt mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß und Geld im Leben zu haben. Ich bin seit vielen Jahren auf diesem Weg hier, seit 2005, 2004, 2005. Inzwischen gibt es die Irmgard Anna Bronda Akademie mit unterschiedlichen Mentoring-Programmen, die dazu dienen, dich da abzuholen, wo du jetzt gerade stehst und mit dir gemeinsam Schritt für Schritt dich dorthin zu begleiten in dein freies Leben, so wie du das haben möchtest. Ja? Okay? So, und ganz ehrlich, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich zwar genauso wie du spürte, da muss es mehr geben, das fühlt sich jetzt alles nicht mehr so stimmig da draußen an. Ich habe einige Disharmonien in Form von Krankheitssymptomen auch, ja, wo meine Seele mir Botschaften geschickt hat. Ich bin auf dem Holzweg unterwegs. Ich war 30 Jahre im öffentlichen Dienst, war die ersten Jahre sehr stolz auf diese Stelle. Es war damals eine sehr begehrte Stelle, einige hundert Bewerberinnen. Aber im Laufe der Jahre wurde ich einfach immer unzufriedener und fühlte mich einfach fehl am Platz. Und ich wollte auch mir den Tag und mein Leben nicht mehr von anderen vorschreiben lassen, wann ich was zu tun habe, wie viel Geld im Monat auf mein Konto fließt, wann ich Urlaub machen darf. Ich wollte einfach frei leben. Und nicht morgens, bin zwar Frühaufsteherin, aber nicht morgens um 5 oder um 6 Uhr aus dem Bett geklingelt werden, weil ich das muss, sondern hier auf Zypern ist so herrlich, mit den ersten Sonnenstrahlen aufzuwachen und so in den Tag zu starten. Ich wollte einfach eine andere Lebensqualität haben. Ja? So, kommt dir wahrscheinlich alles bekannt vor. Lass uns starten. Du findest in deinem Worksheet dieses wunderschöne Zitat von Henry Ford: Wer immer das tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Ich habe es eben schon angedeutet. Dass das alles, was ich dir hiermit auf den Weg gebe, in diesen Sonntag-Live-Trainings und auch heute, sind alles Dinge, die ich umgesetzt habe, zum Teil auch immer noch umsetze, weil ich einfach spüre, auch das ist noch erforderlich, will mich auch weiterentwickeln. Und da geht es tatsächlich darum, die Verantwortung für dich selbst, für dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen.
Weil nur wenn du die Verantwortung für dich selbst übernimmst und tatsächlich aufhörst, Schritt für Schritt, das muss jetzt kein krasser Schritt sein. Also ich würde dir nicht empfehlen, wenn du noch eine Stelle hast, morgen zu kündigen und total, es sei denn, du sagst, ja, ich kann da definitiv nicht mehr hin oder wie auch immer. Solche Phasen gab es bei mir ja auch, aber du kannst ja wunderbar, letzten Endes musst du es umsetzen, auch nebenbei hier neben deinem Seelenplan auch deinen Seelenberuf kreieren, um tatsächlich finanziell auch den Erfolg zu haben, dass du frei leben kannst. Das geht, du musst nur wissen, wie. Und ich habe eben davon gesprochen, dass du zu den 10% der Menschen gehörst, die tatsächlich mehr aus ihrem Leben machen wollen, sonst wärst du nicht hier, sonst hätte ich dich nicht in mein Universum hier eingezogen oder angezogen. Jetzt schau mal, die meisten Menschen da draußen, auch wenn sie Jobs haben, die sie eigentlich nie haben wollten, aber sie geben sich einfach damit zufrieden, das ist halt so, der Kühlschrank muss ja gefüllt sein, ich kann ja froh sein, dass ich eine Stelle habe oder was auch immer. Ja? Was soll ich denn schon machen? Bin halt in dieses Elternhaus reingeboren, die Gene, die sind halt so. Viele Menschen halten auch an Beziehungen fest, die seit Jahren nur nebenher laufen und überhaupt keine Erfüllung mehr versprechen. Ganz so nach dem Motto, lieber das bekannte Glück statt das unbekannte, oder das bekannte Unglück statt das unbekannte Glück. Ja? Mit anderen Worten, sie führen ein fremdbestimmtes Leben ohne eigene Verantwortung. Und die meisten schimpfen dann auch noch da draußen über die Situation, auf die Vergangenheit, geben der Vergangenheit die Schuld, geben dem Außen die Schuld, den äußeren Umständen, äußeren Einflüssen. Und letztlich berauben sie sich damit tatsächlich ihrer eigenen Schöpferkraft. Und du gehörst zu denjenigen, die instinktiv, sonst wärst du nicht hier in unserer Erfolgscommunity, sonst wärst du nicht hier in meinem Energiefeld, im wahrsten Sinne des Wortes gelandet. Du willst, das stößt auf Resonanz in dir, deine wahre Schöpferkraft, die dir die Möglichkeit gibt, dein Leben nach deinem Herzen dir zu erschaffen. Das spürst du insgeheim. Weil die meisten Menschen, das ist mir so bewusst geworden 2013, als ich am Sterbebett von meinem Papa gesessen hatte und mich gefragt habe, und da gibt es ja auch inzwischen sogar ein Buch davon, eine Krankenschwester hat das, glaube ich, geschrieben, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Wenn mein Papa damals noch hätte sprechen können, hätte er mir wahrscheinlich auch gesagt, ich hätte viel mehr mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen, Bedürfnissen, nach den Kindheitsträumen, die ich mal hatte, leben wollen. Weil das sind die Dinge, die Sterbende bereuen. Und das war auch mit ein Schlüsselerlebnis für mich, als ich gedacht habe, als ich diese Unzufriedenheit in meinem Leben gespürt habe, wenn ich so weitermache wie bisher, wenn ich so weiterkrebse wie bisher, kommt irgendwann noch der Krebs. Und ich wollte einfach auf mein Leben zurückblicken, weil ich ja auch schon im, naja, wie sagt man so schön? Ich habe ja so diesen Glaubenssatz integriert, unsere Kinder werden älter, wir werden jünger. Aber vom Passalter her war ich ja nun mal 25x, als ich tatsächlich so ganz auf diesen Weg gekommen bin. Spaß beiseite. 25x, ein bisschen mehr. Wenn ich mir überlegt habe, wenn ich so weitermache wie bisher, wie schaue ich dann auf mein Leben zurück? Dann denke ich, hätte ich doch nur. Und das hat mir auf eine gewisse Art und Weise auch ja, Tränen in die Augen getrieben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du so weitermachst wie bisher, wie schaust du da auf dein Leben zurück? Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen heftig und hart, wenn ich dir das so sage. Nur manchmal braucht es einfach klare Worte. Und diese klaren Worte hat man mir auch irgendwann mal gesagt. Und die haben mich tatsächlich dazu gebracht, aufzuwachen aus diesem Leben, das an mir vorbeigezogen war bis dato. Und du kannst dir dazu auch mal gerne 2 Fragen stellen. Das findest du nicht in deinem Worksheet. Das kannst du dir separat aufschreiben. Wenn heute dein letzter Tag auf der Erde wäre, würdest du weiterhin das tun wollen, was du aktuell tust? Und die zweite Frage, was würde ich bereuen und was würde ich vermissen?
Sei mal ganz radikal ehrlich zu dir. Wenn heute der letzte Tag wäre, würdest du das weiter tun, was du aktuell tust? Und was würdest du bereuen, was würdest du vermissen? Schau mal, wir hatten gestern Weltglückstag. Der Schlüssel zu deinem Glück, den kannst du nirgendwo im Außen suchen, den kannst du nur bei dir selbst finden. Und der beginnt in dir. Und er beginnt mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen, die du aussendest. Weil dieses ganze universelle Feld ist ein riesiges Magnetfeld und Gleiches zieht Gleiches an. Ja? Es sprengt jetzt hier den Rahmen, auch noch darüber zu sprechen, wie genau wir uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Aber wisse, vielleicht ist es auch nichts Neues für dich, hast du wahrscheinlich schon öfter gehört. Gleiches zieht Gleiches an und die Gedanken und Gefühle, die du aussendest, das ist eine Form von Energie, es ist alles eine große Energie. Und wenn du bis eben noch Dinge in deinem Leben angezogen hast, die nicht so sind, wie du es gerne hättest, das Universum bewertet halt nicht. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, dass es ein Bewusstsein gibt, ein Unterbewusstsein und noch eine Etage tiefer. Es gibt auch ein Unbewusstes. Und die Dinge, die wir unbewusst aussenden, die kommen halt beim Universum auch an. Wenn du bis eben noch ein Leben lebst, wo vieles in welchem Bereich auch immer nicht so ist, wie du es gerne hättest, liegt es einfach daran, dass du unbewusste Muster in dir aktiv hast, die du auch ans Universum aussendest und das Universum liefert halt. Ja, also, bitte wisse, der Schlüssel zu deinem Glück liegt in dir selbst. Und darum geht es auch, in die Verantwortung mit sich selbst zu gehen. Und jetzt lass uns mal, das findest du auf deiner Folie, auf deinem Worksheet, nicht förderliche Gefühle und Emotionen entlarven. Nicht förderliche Gefühle und Emotionen entlarven. Denn, nochmal, nichts und niemand anderes erschafft sich unsere Lebenswirklichkeit im Außen, außer du selbst. Und selbst wenn du dir bis eben noch die Geschichte erzählst, ja, das ist halt so, ich kann das ja nicht ändern, was soll ich denn machen, und dich ausgeliefert fühlst. Und selbst wenn du noch einen so unliebsamen Job hast, wie ich ja früher öffentlicher Dienst und ich Sonntagnachmittag am frühen Abend schon mit Bauchgrimmen dran gedacht habe, morgen geht's wieder los. Ja, auch wenn ich nur noch die letzten Jahre halbtags quasi Montag und Dienstag den ganzen Tag da war und mittwochs alle 2 Wochen. Aber Sonntag gegen Abend kam immer so ein mulmiges Gefühl auf. Warum? Wenn ich nicht Summe X am Monatsende auf mein Konto gehabt hätte, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dahin zu fahren. Und das bringt ja auch schon Antworten auf die Fragen, die ich dir eben gestellt habe. Wenn heute dein letzter Tag auf der Erde wäre, würdest du das tatsächlich weiter tun, was du aktuell tust? Beziehungsweise, wenn du noch ein Büro, einen Job hast, in einem Beruf bist, kannst du dich auch fragen, wenn am Ende des Monats nicht so nix auf meinem Konto dafür fließen würde, würdest du das weiter tun? Und sei da bitte ehrlich zu dir selbst. Diese Erkenntnis, das ist diese Ehrlichkeit zu dir selbst, das ist das Wichtigste, was du machen kannst. Und niemand anderes ist der Macher deiner Gefühle. Und jetzt würde ich dich dazu einladen. Schreib mal 9 Gefühle auf. 9 Gefühle, Emotionen, die dir jetzt so auf die Schnelle in den Sinn kommen, ohne drüber nachzudenken, die dich tagsüber überwiegend begleiten. Schreib da mal bitte in diese Spalte 9 Gefühle auf. Du findest da eine Folie, das sind so 9 Punkte. Schreib mal 9 Gefühle auf, die du tagsüber überwiegend denkst. Und dann nehmen wir uns jetzt mal 2 Minuten Zeit dazu. Okay, ich schlürfe mal in der Zwischenzeit meinen Tee. Ich weiß gar nicht, warum meine Stimme heute so belegt ist.
Die Hilke ist auch mit dabei. Schönen guten Morgen, liebe Hilke. Also, es geht darum, neun Gefühle aufzuschreiben. Zum Bewusstmachen. Okay. Noch eine Minute. Es fällt manchmal gar nicht so leicht. Also mir ist es mal nicht so leicht gefallen, Gefühle aufzuschreiben. So. Und jetzt schau mal, was du da aufgeschrieben hast. Und dann markier mal die Gefühle an, die tatsächlich positiv sind. Markier mal die Gefühle an, die tatsächlich positiv sind. Und jetzt schreib mal in den Chat gerne rein, wer hat mehr negative Gefühle als positive Gefühle aufgeschrieben. Wer hat mehr negative Gefühle als positive Gefühle aufgeschrieben? Kommentier mal mit ich. Einfach mal, damit ich dich ein bisschen einschätzen kann. Kommentier mal mit ich und also wenn du mehr negative Gefühle als positive aufgeschrieben hast. Also ich fand es erschreckend, als ich das tatsächlich zum ersten Mal vor einigen Jahren gemacht habe, wie viel negative Gefühle ich aufgeschrieben habe. Kannst auch eine Zahl reinschreiben von den neun Gefühlen, die du aufgeschrieben hast, wie viel sind negativ von der Bewertung her, die du als negativ, als nicht förderlich, ich benutze ja dieses Wort negativ auch nicht so gerne, aber die du als nicht förderlich entlarven würdest. Schreib's mal rein. Ich gucke mal hier im Chat. Es dauert ja immer eine Weile, bis ich hier sehe, was du reingeschrieben hast. Die Ella ist mit dabei. Wunderschönen guten Morgen. Wer hat mehr negative Gefühle aufgeschrieben als positive? Schreib mal ich oder schreib die Zahl rein von den neun. Was war's? Schreibt ich. Ja. Dauert halt immer eine Weile, bis ich eure Kommentare hier sehe. Okay. Ich gehe mal von aus, 90% von euch haben ebenso wie die Françoise und ebenso wie ich früher auch überwiegend negative Gefühle aufgeschrieben. Und jetzt krieg keinen Schreck deshalb und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wandeln wir ja jetzt. Ja, das wandeln wir ja jetzt. Es geht ja nur ums Bewusstmachen und du darfst dich jetzt auch dafür anerkennen und auch mal selbst loben, dass dir das jetzt mal bewusst wurde, weil das sind letzten Endes die Dinge, die du unter anderem unbewusst ans Universum aussendest. Okay? So. Damit wir jetzt mal einen Anfang haben, das Weitere kannst du dann nachher für dich alleine machen, nach dem Live hier. Schreib mal drei Dinge auf, die du jeden Tag machst. Sei es morgens aufstehen, abends zu Bett gehen, Zähne putzen, Tee trinken, Kaffee trinken, Haare kämmen, egal was. Schreib mal drei Dinge auf. Obst essen, frisch gepressten Saft trinken, frisches Wasser trinken, egal was. Schreib mal drei Dinge auf, die du jeden Tag machst.
Nur drei Dinge. Okay. So, und dann nimmst du das Erste, was du aufgeschrieben hast. Nehmen wir mal das Beispiel Zähneputzen. Zähneputzen, gehe ich mal von aus, machst du jeden Tag. Vielleicht hast du sie auch aufgeschrieben. Und dann nimm mal ein negatives Gefühl. Was nehmen wir, wenn du zum Beispiel hingeschrieben hast, traurig, dass du dich sehr traurig tagsüber oft fühlst. Und dann formulierst du den Satz, immer wenn ich künftig meine Zähne putze, und dann wandelst du die Traurigkeit in Freude. Fühle ich Freude? Bin ich in meiner Freude? Nimm etwas, wo du sagst, ja, auf die Art und Weise kann ich Freude spüren. Du kannst auch, wenn du möchtest, mal in so ein Gefühl zurückgehen aus deinem bisherigen Leben, wo du tatsächlich mal Freude gefühlt hast, damit du so ein bisschen gefühlsmäßig da reinkommst, weil die Gefühle, die sind enorm wichtig, damit dieses Leben, dieses materielle Leben, und damit meine ich jetzt nicht nur die Geldenergie, sondern deine Lebenswirklichkeit im Außen tatsächlich auch entstehen kann, dass du nicht nur in die Richtung denkst und das auch aussendest, sondern das darf auch mit Gefühl so zu sehen, geladen sein. Du kannst es auch vorstellen, wie so Energieblasen, die du unbewusst aussendest. Und wenn die noch mit einer Energie, mit dieser freudvollen Energie geladen sind, ziehen sie natürlich mehr Freude an. Wenn sie mit der Energie der Traurigkeit geladen sind, ziehen sie die Traurigkeit an. Ja? So. Und so kannst du das mit den drei Dingen machen, die du jetzt aufgeschrieben hast, und kannst es auch nachher noch vervollständigen. Mit all den negativen, nicht förderlichen Emotionen, die du aufgeschrieben hast, einfach drehen. Also Traurigkeit in Freude. Wenn du dich vielleicht gestresst fühlst, dann fühlst du dich künftig, keine Ahnung, beim Tee trinken total relaxed. Immer wenn du zur Toilette gehst, was sind noch so negative Gefühle? Keine Ahnung. So eine Schwere, wenn du das so vielleicht was aufgeschrieben hast, dass du dich schwer fühlst, dass alles schwer ist. Immer wenn ich zur Toilette gehe, ist vielleicht auch noch eine gute Metapher, fühle ich Leichtigkeit. Ja? Oder immer wenn ich meine Haare kämme, fühle ich Leichtigkeit. Und damit setzt du Anker in deinem Leben, wo du dich selbst daran erinnerst, das ist das Geheimnis bei diesen Ankern, wo du dich selbst daran erinnerst, immer wenn du das und das machst, aha, bewusst denken, du erschaffst im Laufe der Zeit neue synaptische Verbindungen im Gehirn, neue Straßen im Gehirn. Ja? Okay, das ist eines der Dinge, die du nur machen musst. Ich benutze dieses Wörtchen muss nicht gerne, aber in dem Falle, was heißt, du musst es nicht machen? Nur wenn du da rauskommen möchtest, wo du gerade steckst, dann wäre es klug, es zu machen. Sagen wir es mal so, ja? Du bist der Chef im Leben. Ich serviere dir das hier nur auf dem Silbertablett und serviere dir nur die Dinge, die mir geholfen haben, die ich bis heute mache. Ja? Okay. So. Und du kannst das nachher noch vervollständigen mit all den Emotionen. Vielleicht hast du ja Worst Case 9 negative Emotionen aufgeschrieben. Dann such dir 9 Dinge, vervollständige das. Und was enorm hilfreich ist, komme ich da jetzt dran? Was enorm hilfreich ist, hol dir Post-it-Zettel und schreib das auch noch auf Post-it-Zettel und füll deine Wohnung damit. Dein Badezimmer, dein Nachtschränkchen, dein Schreibtisch, wo du das auch noch als Anker zusätzlich draufschreibst, damit du immer wieder daran erinnert wirst. Und schreib es in deiner schönsten Schrift in irgendeinem mit einem Buntstift. Wenn du dich jetzt für Pink entscheidest, dann geh in 3, 4 Wochen hin, schreib den Zettel neu und schreib ihn mit blauer Schrift. Und dann schreibst du ihn mit gelber Schrift, mit orangefarbener Schrift, sodass du auch durch das Schreiben immer wieder hier dich selbst daran erinnerst. Weil im Laufe der Zeit, du gewöhnst dich an diese Zettel. Sie werden auch dafür sorgen, auch wenn du dich daran gewöhnst hast, es nicht mehr bewusst wahrnimmst, dass du dein Unbewusstes mit diesen Dingen fütterst, nur indem du es regelmäßig neu schreibst. Kannst du das auch noch mal wie so ein Turbo sehen und das verstärken? Okay? Ihr Lieben, schenkt mir mal ein Herzregen oder ein Umarmungsregen oder schreibt mal Yes ins Kommentarfeld.
Damit ich weiß, dass ihr noch mit am Start seid. Juliane Köster, ach schön, dich auch mal wieder zu sehen, Juliane. Ja, viel mehr Negative als Positive. Bitte, bitte wandeln. Bitte, bitte wandeln. Ella auch. Sehr schön. Wunderbar. Okay, sehr, sehr schön. Gut, also, damit setzt du Erfolgsanker, deine persönlichen Erfolgsanker. Ja? So. Und jetzt wollen wir im zweiten Schritt noch nicht förderliche Glaubenssätze entlarven. Diese Übung, die ich dir hiermit anhand gebe, die ist so, so grenzgenial. Die ist so grenzgenial, allein das ist unbezahlbar. Jedoch nur, Achtung, wenn du es auch machst und wenn du auch da weiter mit arbeitest. Ja? Diese unbewussten Glaubenssätze. Und da geht es dann nicht darum zu denken, um Gottes Willen, was denkt es da den ganzen Tag in mir, sondern freu dich darauf, dass du diese Erkenntnis bekommen hast und dann kannst du es wandeln. Okay? So. Dann kannst du auf die nächste Folie dir draufschreiben oder aufs Blatt, wenn du das Worksheet gerade nicht parat hast oder nicht ausgedruckt hast. Dann machen wir Folgendes, damit dir das besser gelingt. Schließ mal deine Augen. Atme mal dreimal tief aus. Nochmal tief ein und aus. Und nochmal tief ein und aus. Lass die Schultern sinken. Und komm mal ganz bei dir an. Leg gern mal eine Hand auf dein Bauchchakra. Stell dir gern mal vor, wie dein Atemstrom jetzt über dein Bauchchakra ein- und ausströmt. Wunderbar. Und dann lass mal die Frage auf dich wirken, während du die Augen weiter geschlossen hast. Wenn tatsächlich alles für mich möglich wäre und ich jetzt so einen Zauberstab bekommen würde auf Fingerschnipp, was ist tatsächlich mein großes Ziel im Leben? Wie würde ich dann gerne leben? Wo würde ich gerne leben? Und wie würde ich gerne arbeiten, in Anführungsstrichen? Wo würde ich gerne leben? Wie würde ich gerne leben? Und was würde ich gerne arbeiten? Und dann schreib das mal auf, wenn alles für dich möglich wäre. Ohne jetzt da einen langen Roman draus zu machen, sondern einfach mal und auch ohne drüber nachzudenken, einfach mal aufschreiben. Nehmen wir uns mal noch 2 Minuten Zeit dazu, okay? Rita ist auch mit dabei. Guten Morgen. Ja, sehr gerne, liebe Hilke. Also schreib mal auf, wie würdest du gerne leben? Wo würdest du gerne leben? Wie wird so dein Tag ausschauen? Warum habe ich das eben mit dem Beruf und dem Arbeiten so in Anführungsstrichen gesagt, wenn du dein eigenes Ding machst, wenn du deinen Seelenplan tatsächlich lebst, daraus deinen Seelenberuf erschaffen hast, da geht es immer um das Thema Selbst. Und das ist das Ding mit der Selbstverwirklichung im Sinne von ich wirke. Das ist auch das Ding, was du von anderen vielleicht auch schon von mir, aber auch vielleicht schon von anderen gehört hast. Du brauchst nie wieder dann zu arbeiten. Weil wenn du dich selbst verwirklichst, weißt, wie das geht, die Klarheit hast, weißt auch genau, wie du dich am Markt positionierst, wie du dich zeigst. Und das geht heute auf eine andere Art und Weise, als das noch vor 10 Jahren
oder 15 Jahren oder vor 20 Jahren, als ich so in die ersten Anfänge hier gekommen bin, da war es wichtig, dass du eine Webseite hattest, dass du Visitenkarten hattest, dass du Flyer hattest, dass du vielleicht auch Räumlichkeiten hattest und solche Dinge. Das brauchst du heute alles nicht mehr. Du brauchst weder eine Homepage noch Visitenkarten noch Flyer. Das geht heute alles viel, viel einfacher, easier, rascher, wenn du weißt, wie, wenn du diese Dinge natürlich auch eins zu eins umsetzt. Ja, genau. Also, wie würdest du gerne arbeiten, leben? Wo würdest du gerne leben? Und was würdest du tagsüber gerne tun? Mit anderen Worten, was ist dein persönliches Ziel? So. Und ich habe eben bewusst diese Frage auch so gestellt, was, wenn alles für dich möglich wäre, damit wir deinen Kopf, deinen Denker ein bisschen dabei haben, weil es sind oftmals, das war bei mir früher so, so viel Schleier über uns gelegt, dass wir uns schon gar nicht mehr trauen, groß zu träumen. Bevor wir überhaupt in die Richtung bewusst anfangen zu denken, denkt schon irgendwas in uns, ach nee, das wäre ja schön, aber gib dich doch mit dem zufrieden, was du hast. Und wie heißt dieser Satz so schön? Lieber arm und gesund als reich und krank. Wo kommt so ein Unsinn überhaupt her? Oder das brauche ich doch nicht. Oder keine Ahnung was. Also wir trauen uns oftmals schon gar nicht mal groß zu träumen. Deshalb habe ich diesen Satz bewusst so für dich formuliert, damit es dir ein bisschen leichter fällt. Jetzt mal ansatzweise, zumindest für die paar Minuten, die wir hier gemeinsam verbringen, größer zu träumen oder vielleicht sogar groß zu träumen, das ist die beste Variante. Weil, bitte, bitte wisse, es ist absolut alles, alles, alles für dich möglich. Es ist alles für dich möglich. Oder glaubst du allen Ernstes, es steht irgendwo in den Sternen, in deinen astrologischen Sternen oder in der Akasha-Chronik oder keine Ahnung, in welchen Skripten? Dass ausgerechnet du es nicht verdient hast, ein freies, glückliches, selbstbestimmtes Leben zu führen, so wie du es tatsächlich möchtest. Dann würdest du tatsächlich zu denjenigen gehören, die irgendwo auf einem anderen Weg hierher gekommen sind. Weil jeder von uns ist doch auf dem Gleichen, also mir ist noch niemand anderes begegnet. Es mag Außerirdische geben, aber die sind mir noch nicht begegnet. Jeder von uns, die hier in der Gruppe sind und mir jetzt lauscht, wir sind doch, wenn wir ehrlich sind, auf dem gleichen Weg hierher gekommen. Wir haben irgendwann mal so von oben uns die Familie angeguckt, okay, passt. Runter im Bauch von der Mama, 9 Monate, manch einer konnte es nicht erwarten, hat ein bisschen früher ausgecheckt. Wir sind doch alle aus dem gleichen Weg hierher gekommen. Und diese ganzen Glaubenssätze, das Leben ist eine harte Schule, das ist halt so, das ist schwer, es ist schwer, Geld zu verdienen und das kann ich nicht und keine Ahnung was, ich will gar nicht so viel in der Richtung von mir geben, wurde doch alles uns antrainiert, so zu denken. Wir wären doch als Kinder gar nicht auf die Idee gekommen, so zu denken. Okay, also schick mal alles zurück zum Absender, jetzt mit Bewusstsein angehangen, zurück zum Absender. Okay, all die Dinge, die nicht zu dir gehören. Du musst jetzt noch gar nicht mal direkt wissen, was nicht alles zu dir gehört. Schick einfach mal das, was du jetzt als Päckchen schnüren kannst, ohne genau Klarheit zu haben. Schick's mal weg. Zack. Ja? Das sind so die Dinge, die wir natürlich in der Akademie, in den Programmen, in den Mentoring-Programmen immer viel, viel intensiver noch machen. Aber mit Fokus gleich auf die Richtung, wo es hingeht. Und nicht mit Fokus darauf, was jetzt alles ist zu lösen gilt, sondern der Weg ist das Ziel. Auf dem Weg in das freie Leben, das, was da aufkommt, das darf auf dem Weg dahin gelöst werden. Mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Spaß. Okay? So. Also, schreib dein Ziel auf, ganz grob, hast du ja jetzt schon gemacht. Und jetzt schreib dir mal die erste Frage auf. Was ist mein Vorteil, wenn ich dieses Ziel erreiche? Was ist mein Vorteil, wenn ich dieses Ziel erreiche? Und da schreibst du mal bitte 3 Antworten, ganz rasch, ohne drüber nachzudenken, 3 Antworten auf, und zwar im Präsens, so wie wenn du das Ziel tatsächlich jetzt erreicht hast. Was ist mein Vorteil, wenn ich dieses Ziel erreiche? Einfach, zack, 3 Antworten draufschreiben. Einfach fließen lassen. Muss keine Logik jetzt ergeben. Lass einfach fließen. Die ersten Impulse einfach fließen lassen. Okay?
Dann bin ich frei, dann bin ich glücklich, dann bin ich finanziell frei, dann bin ich bei mir, was auch immer da bei dir kommt. Schreib mal drei Dinge auf. Machen wir noch ein Minütchen. Hallo liebe Andrea, hallo liebe Agnes, schön, dass ihr auch dabei seid. So. Die nächste Frage. Was ist der Nachteil, wenn ich dieses Ziel erreiche? Was ist der Nachteil, wenn ich dieses Ziel erreiche? Drei Antworten und Achtung, nicht im Präsens, sondern dann wäre ich weiterhin traurig, dann wäre ich weiterhin todunglücklich, dann wäre ich weiterhin in diesem finanziellen Dilemma, dann hätte ich weiterhin kein Geld. Dann keine Ahnung, was kommt da? Was ist der Nachteil, wenn ich dieses Ziel erreiche? Drei Antworten. Nicht im Präsens, sondern dann wäre. Hallo, liebe Doris, guten Morgen, schön, dass du auch dabei bist. Dann nehmen wir uns noch mal ein Minütchen Zeit. Nicht drüber nachdenken, einfach ganz intuitiv was aufschreiben. Was ist der Nachteil, wenn ich dieses Ziel erreiche? Was kommt da? Du kannst dich natürlich nachher noch mal mit diesen Fragen beschäftigen und noch mehr Antworten, würde ich dir auch empfehlen, noch mehr Antworten zulassen. Nur hier vom Zeitrahmen, damit mal ein Anfang da ist, diese drei Antworten. Was ist der Nachteil, wenn ich dieses Ziel erreiche? Okay. Dritte Frage. Was ist der Vorteil, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche? Und dann noch mal drei Antworten, dann wäre, dann hätte, also auf keinen Fall bitte im Präsens schreiben. Was ist der Vorteil, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche? Dann kann ich weiter einjammern, dann könnte ich weiter viele Ablenkungen zulassen, dann könnte ich weiter, keine Ahnung was. Was ist der Vorteil, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche? Dann bräuchte ich meine Komfortzone jetzt nicht zu verlassen. Weil Wahrheit, ehrlich, wenn du weiterkommen willst in deinem Leben, wenn du in das Leben tatsächlich kommen möchtest, das du dir eben als Ziel geschrieben hast, dann geht das nicht, indem du nichts umsetzt und auch nicht, indem du deine Komfortzone nicht erweiterst. Das geht nur mit Umsetzen, die richtigen Schritte gehen, eins nach dem anderen, Seelenplan entdecken, Seelenberuf daraus kreieren, dich am Markt zeigen, alles, was dazwischen an Themen aufkommt, lösen. Und das geht alles damit einher, deine Komfortzone zu erweitern. Und das fühlt sich immer und immer wieder, vor allem wenn man es die ersten Male macht, verdammt unbequem, unangenehm an, Existenzängste kommen auf, weil ja, da geht es natürlich auch darum, in sich zu investieren, sich einen Mentor an die Seite zu holen, der dort ist, wo du hin möchtest, damit du auch die genaue Strategie, die auf dich abgestimmt ist, in die Richtung natürlich auch gehen kannst. Muss man nichts vormachen, alleine, einschließlich mir selbst. Ich kenne niemanden, der dort ist, wo er gerade steht, in diesem freien Leben, der das ohne Mentor geschafft hat. Und diejenigen, einschließlich mir selbst, haben auch nach wie vor immer noch Mentoren an ihrer Seite, weil das ganze Leben immer eine Weiterentwicklung ist. Nach oben sind nie Grenzen gesetzt.
Okay. So, dann die vierte Frage. Was ist der Nachteil, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche? Was ist der Nachteil, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche? Schreib einfach mal nochmal drei Antworten auf. Nehmen wir uns nochmal ein Minütchen Zeit. Was ist der Nachteil, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche? Bitte auch wieder. Und wenn du das zu Hause nachher noch, also davon aus, du bist zu Hause, wenn du für dich das außerhalb des Lives hier noch mehr Antworten aufschreiben möchtest, ich kann es dir nur empfehlen. Weil damit deckst du noch mehr nicht förderliche Glaubenssätze natürlich in dir auf und es stockt. Dann frag dich selbst immer wieder, was noch, was noch, was noch? Oder stell dir vor, ich sitze dir gegenüber und ich frag dich immer wieder, was noch, was noch, was noch? Ja? Sodass du tatsächlich ganz, ganz viele Antworten da bekommst. Okay, gut. Und jetzt werf mal einen kurzen Blick auf die Antworten von Frage 2 und 3. Da verbirgen sich deine tatsächlichen unbewussten Glaubenssätze. Da verbergen sich tatsächlich deine unbewussten Glaubenssätze. Und die kannst du jetzt umwandeln. Meine Glaubenssätze sind nichts anderes als Sätze, die wir glauben. Wir nehmen das gerne so als ein bisschen abgelutschtes Thema und denken, ja, ich habe mich ja schon so oft mit meinen Glaubenssätzen beschäftigt und, und. Mir ist auch noch niemand begegnet, einschließlich mir selbst, der keine negativen Glaubenssätze in sich hat. Das mit den Glaubenssätzen, die zu wandeln, ist jetzt auch ein Glaubenssatz, eine Aussage, eine interessante. Das hört wohl nie auf. Es ist nur eine Frage von Next Level. Ja? Für mich war es früher normal. Ich konnte mir nicht vorstellen, ich habe den Glaubenssatz gehabt, ja, mit 2.000 € im Monat, ja, kann man ganz gut leben. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, 20.000 € im Monat zur Verfügung zu haben. Und als ich dieses Ding dann gedreht hatte, was es da unbewusst in mir gedacht hat, warum ich bis dato keine 20.000 € im Monat zur Verfügung hatte, dann geht es um Next Level. Da geht es um 50.000 € im Monat, um 100.000 oder auch 200.000 im Monat. Und wenn dein Köpfchen dir jetzt sagt, wer braucht 200.000 € im Monat, auch dahinter verbergen sich Glaubenssätze, weil dahinter verbergen sich Bewertungen und Beurteilungen. Und darum geht es nicht. Mit jeglicher Bewertung und Beurteilung machst du Deckel zu, weil, hatten wir eingangs schon mal, das Universum bewertet nicht. Ob 200.000 € viel ist im Monat oder wenig, spielt sich alles in unserem Kopf ab. Für das Universum ist es gleich, ob es dir 2 € liefert, 20 €, 200 €, 2.000 oder 200.000 € im Monat. Und all das, was es in dir denkt, zum Beispiel mit diesen 200.000 €, das sind alles unbewusste Glaubenssätze, die dich bis eben noch feststecken lassen, wenn es um jetzt diese finanziellen Themen geht. Und alles, was du da in der Richtung damit einhergehend denkst, weil wie viel mehr, wenn du dein gesamtes Sein tatsächlich auf Empfang stellst, wie viel mehr bist du dann tatsächlich du selbst? Es geht in erster Linie um dich, es geht um dein Leben, es geht um dein unendlich großes, wunderbares Wesen, das du in Wahrheit bist, das diesen Körper hat, das ganz viele Dinge im Kopf sich antrainiert hat durch das Umfeld, was geht, was nicht geht, dass es etwas nicht verdient hat, dass man etwas nicht braucht und, und. Schau mal, als Kind.
ein zweijähriges Kind, wenn das irgendwo ein Spielzeug haben möchte, kommt das auf die Idee zu denken, brauche ich nicht. Nee, das will das haben. Das kommt gar nicht auf die Idee zu bewerten oder zu beurteilen. Das bist du als Kind früher auch nicht. Ob du das brauchst oder nicht, du wolltest das haben. Fertig. Wie wäre es, wenn es ums nichts anderes ginge, als herauszufinden, wie willst du selbst es wirklich haben? Und mit diesen vier Fragen, diesen Gold wert, kommst du immer und immer wieder an diese nicht förderlichen Glaubenssätze, was nichts anderes ist als Sätze, die du glaubst, diese Zwiegespräche, die du den ganzen lieben langen Tag, jeder von uns, bewusst und unbewusst denkst und ja, vor allem unbewusst ans Universum absendest. Das gilt es zu drehen. Das Universum liefert immer. Lieben, wer hat jetzt Erkenntnisse hier rausbekommen? Schenkt mir mal einen Herzregen. Die Anna ist auch mit dabei. Schön. An dieser Übung arbeite ich. Wunderbar. Sehr schön. Danke für euer Feedback. Schenkt mir mal einen Herzregen, wenn ich weiß, dass da was bei dir angekommen ist, bei den anderen auch. Wenn du dich nicht traust zu kommentieren oder nicht möchtest kommentieren oder wie auch immer. Ist auch im Übrigen etwas. Noch ein Tipp nebenbei. Wenn du dein Leben so leben möchtest, wie du es wirklich gerne hättest, danke, danke, dein Ziel erreichen möchtest, dann darfst du dich auch dem Gedanken öffnen, undercover unterwegs zu sein und darfst dich auch zeigen. Auf der Bühne deines Lebens. Du darfst den Thron in deinem Leben einnehmen und du darfst dich auch zeigen. Und das, dieses Zeigen hat auch schon wieder was mit Komfortzone, Erweiterung zu tun, Dinge anders zu machen als die, die du bis eben gemacht hast. Mit der gleichen Denkweise und mit der gleichen Handlungsweise erreichen wir immer die gleichen Resultate. Müssen wir uns nichts vormachen. Ehrliche Worte, authentisch. Alles andere wär die Unwahrheit. Dann darfst du auch zum Beispiel beginnen, dich hier zu zeigen, hier in der Gruppe zu zeigen, hier zu kommentieren, hier zu teilen, was dich gerade bewegt, um es dem Universum zu zeigen, um auch deine Komfortzone zu erweitern und auch, du wirst merken, wie sehr du dadurch auch inspiriert, die Inspiration für andere bist, dich aber auch durch andere inspiriert fühlst, weil andere ja dann lesen und denken, wow, ja, ich bin ja nicht die Einzige, der es so geht, der geht es ja auch so. Und so ist das so eine Win-Win-Situation für alle hier. Okay? Ja? Also, diese nicht förderlichen Glaubenssätze, die im Unbewussten aktiv sind, das ist so, so hilfreich, die zu entlarven und die umzuwandeln. Und bitte wisse, auch das ist ein Training. Wie oft hast du bis eben die nicht förderlichen Dinge gedacht? Wie oft hast du die gehört, bis sie mal hier im Gehirn angekommen sind? Und dann machen wir so den interessanten Fehler und denken, jetzt habe ich das schon dreimal gemacht oder fünfmal gemacht, bei mir funktioniert das nicht. Es funktioniert. Du darfst nur dranbleiben. Du darfst nur stabil, wirklich stabil beginnen, anders zu denken. Stabil. Das ist das Ding. Den Fehler habe ich früher gemacht und das ist auch das Ding. Den Fehler machen die meisten. Und das ist auch die Schwierigkeit dabei, wenn ich auf mich alleine gestellt bin, bin ich wieder so schnell im Schneckenhaus zurück, dass ich es gar nicht merke und wieder auf der Stelle trete. Das ist das Wertvolle, wenn du dir erlaubst, Menschen an deiner Seite zu haben, die dir den Weg dahin zeigen, Schritt für Schritt. Ich habe früher auch gedacht, okay, jetzt habe ich das eine Mentoring gemacht, jetzt ist gut, jetzt kann ich, jetzt mache ich es alleine. Es war immer wieder ein Rückschritt, sobald ich wieder auf mich selbst gestellt war. Und schau mal, stell dir mal vor, diese Energie, die wir hier haben, in dieser kurzen Zeit hier, in diese Energie
bist du ständig drin. In dieser Energie kannst du ständig eintauchen. Da kriegst du ständig einen Schubser. Hey, was denkt es jetzt gerade nochmal in dir? Wenn wir diese Calls, dieses Mentoring, ich höre immer so genau hin, was mein Gegenüber sagt, gerade so auch im Gespräch. Allein da, wenn du da schon ständig darauf hingewiesen wirst, guck mal, was denkt es jetzt wieder in dir? Wie schnell würdest du tatsächlich weiterkommen in deinem Leben? Ja? So, also Ermutigung, arbeite mit diesen Glaubenssätzen. Frag dich noch, was noch, was noch, was noch und schreib noch mehr auf. Und wenn du dich jetzt fragst, wie geht es jetzt genau weiter, wie kann es jetzt weitergehen für dich außerhalb des Live-Trainings hier, wie kannst du mit mir weiterarbeiten, wie kannst du dir eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich holen, auch wenn alles eine große Energie ist, dennoch hat jeder seine eigene Lebensgeschichte, seine eigene Erfahrungen gemacht und deshalb geht es auch darum, sich eine individuelle Schritt-für-Schritt-Anleitung zu holen. Und nicht nur ein heißes Bad mal und dann ja, ist man wieder in der Tretmühle drin. Ja. Kennen wir alle, einschließlich mir selbst, ne? Dass man denkt, oh, jetzt habe ich es, jetzt geht es in die andere Richtung und dann probiert man es alleine und dann, ja, dreht mal wieder eine Runde, ist nichts falsch dran. Die Frage ist nur, wie willst du es haben? So. Wenn du jetzt also mit anderen Worten tatsächlich aufhören willst, von diesem wunderschönen Leben, befreiten Leben zu träumen, Klarheit haben möchtest, tatsächlich auch stabil anders denken möchtest, so wie diese Gedanken dich dort auch hinbringen, wo du tatsächlich hin möchtest, tatsächlich auch ins Umsetzen kommen möchtest, dann ist es wichtig, dass du jetzt beginnst, stabil auch anders zu handeln, wenn du keine wertvolle Lebenszeit vergeuden möchtest. Ja? Und wenn du aufhören möchtest, ich habe da immer so ein Bild vor Augen, auf dem Boot zu hocken und auf dem See rumzuschippern, da ist das rettende Ufer. Und da du das Navigationssystem bis eben nicht kanntest, wie du da hinkommst, schipperst du in der Gegend rum. Wenn du jetzt dieses Navigationssystem haben möchtest, wie du am schnellsten von A nach B kommst, dann und damit natürlich auch die Klarheit haben möchtest, was entspricht deinem Seelenplan, was entspricht deiner Lebensaufgabe, wie kannst du daraus jetzt beginnen, selbstbestimmt zu leben, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen und dein eigenes Ding zu machen und ganz bei dir in deiner Mitte ankommen. Dann habe ich ein Video für dich. Die Elisabeth kannst dir gerne ins Kommentarfeld reinschreiben, wenn Facebook es erlaubt, manchmal ist so viel Bewegung hier bei den Lives, dann geht das mit dem Kommentieren nicht mehr. Dann schreibt die Elisabeth es dir separat in den Post rein. Ein Video, ich sage dir auch die Anschrift hier, irmgard-bronda.de/Seele. Also mein Vor- und Nachname, alles klein geschrieben. irmgard-bronda.de/Seele. Da bekommst du ein weiteres Video und das solltest du dir unbedingt anschauen, wenn du wirklich das Gefühl hast, da muss es noch mehr geben, da fehlt noch was, du willst, du merkst es tatsächlich einst, ich ernst. Ich will nur mit Menschen zusammenarbeiten, die es ernst meinen, weil ich einfach der Auffassung bin, das Leben ist viel zu schade, als dass es an uns vorbeizieht. Und das ist nicht der Sinn, warum wir hierher gekommen sind. Wir wollen hier was bewegen. Jeder von uns trägt so ein inneres Licht in sich, jeder von uns trägt eine Botschaft in sich, die entdeckt werden will, die auch dazu beiträgt, jeder für sich ein kleines Stück zu diesem großen Ganzen in dieser Welt beizutragen, die wir eigentlich haben wollen. Und wenn du schon viel unternommen hast, aber dir immer noch Antworten fehlen, wenn dir die Klarheit fehlt, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Ja? irmgard-bronda.de/Seele. Wenn du in Leichtigkeit leben möchtest, wenn du das Gefühl hast, es gibt noch mehr für dich, du tatsächlich mal ausgefüllt sein möchtest, im positiven Sinne und nicht morgens schon denken, wie ich das früher auch hatte, oh Gott, was steht heute alles an, wie soll ich das nur wieder gebacken kriegen? Und auch wenn du schon vieles probiert hast, auch schon Persönlichkeitscoaching gemacht hast, mit Ahnenaufstellungen und irgendwelchen Transformationstechniken,
Ritualen oder Readings, Energiearbeit. Schau dir das Video an und ja, Elisabeth postet es dir rein. irmgard-bronda.de/Seele. Wenn du also tiefer in deinen eigenen Plan eintauchen möchtest, ja. Und ich kann dir dieses Video auch nur empfehlen, wenn du schon selbstständig bist oder dich mit dem Gedanken trägst, dich selbstständig zu machen. Vielleicht auch nebenbei, nebenberuflich schon selbstständig bist. Es hakt da aber mit dem Aufbau der Selbstständigkeit und du bist nicht sicher, ist es tatsächlich meinem Seelenplan entsprechend oder du hast gefühlt tausend Talente und Fähigkeiten und weißt deshalb vielleicht gar nicht, mit was starten. Das war auch einst meiner größten Herausforderungen. Und ich bin mir ziemlich sicher, du bist auch sehr feinfühlig und wahrnehmend und sensibel. Vielleicht empfindest du das bis eben sogar als Hinderungsgrund. Das sind alles Dinge, die du wunderbar einsetzen kannst, um deine Botschaft mit der Welt da draußen zu teilen, die du in dir trägst. Also schau dir das Video an. irmgard-bronda.de/Seele. Ja? Okay. Gut. Mein Handy hat mich rausgekickt. So, ich sehe gerade keine weiteren Fragen. Also wenn du das live hier später als Aufzeichnung anschaust, bis Dienstagabend ist das noch hier online, kannst du das gerne nochmal anschauen oder wenn du dir sowieso das Replay anschaust, gerne auch kommentieren. Ich schaue da im Nachhinein auch immer noch drauf. Bis Dienstag ist es noch online. Und schau dir das weiterführende Video unbedingt an, irmgard-bronda.de/Seele. Und feier dich, dass du dir ganz, ganz wertvolle Impulse heute geholt hast, die dich nochmal ein kleines Stückchen weiterbringen. Und wenn du jetzt sagst, ich packe es jetzt wirklich an, ich löse mich von meinen Existenzängsten, ich löse mich von den Geschichten im Kopf, die mich klein halten wollen, die mich nicht trauen, zu investieren, in mich zu investieren. Ich bin es jetzt tatsächlich leid, da alleine rumzuschippern. Dann herzlich willkommen in einem unserer Mentoring-Programme. Ich habe gerade gestern Abend noch ein Live in unserer Akademiegruppe gemacht, weil ich da so, so, so happy bin, dass ich einen der führenden deutschen, also Trainer im deutschsprachigen Raum für einen weiteren Zweig, der gerade in der Akademie entsteht, gewonnen habe, der tatsächlich in diesem Bereich ja von der Basis weg mit dabei ist und jetzt in unserem Team ganz neu dabei ist. Das habe ich gestern Abend im internen Bereich mit ihm zusammen bekannt gegeben und das freut mich so sehr. Dieser dritte Bereich, der da noch dazugekommen ist. Gut, das wird jetzt aber hier den Rahmen sprengen, auch hier noch drüber zu sprechen. Du wirst es erfahren und schau dir das weiterführende Video an. Danke für dein Sein. Mach dir nochmal bewusst, wie wunderbar und einzigartig du bist und erlaube dir, diesen Gedanken zu denken, dass auch für dich alles möglich ist, wenn du dich dafür entscheidest. Alles ist möglich. Danke. Bis dahin. Ciao, ciao.